Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Willows Gestrick. Mein Name ist Marion von dem Blog Willows Welt und auf Reverie und Instagram findet ihr mich unter Willow01. Für diejenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal einschalten, das hier ist ein Handarbeitspodcast, in dem es hauptsächlich ums Stricken und Spinnen geht, eben um Wolle im Allgemeinen. Und ja, willkommen zurück an all jene, die schon häufiger eingeschaltet haben. Das freut mich immer sehr. Und was ich auch noch gleich zu Anfang erwähnen möchte, dann habe ich das erledigt. Auch hier wird unbezahlte und unaufgeforderte Werbung gemacht. So, haben wir das auch. Haken dran. ja, was kann ich heute alles erzählen? Ich glaube, eine ganze Menge. Ich habe hier relativ viel um mich herum aufgebaut, was ich euch zeigen kann. Und drum starte ich auch mal gleich, und zwar gleich mit dem ersten Thema, was mich nach wie vor tatsächlich auch noch positiv beschäftigt, nämlich dem vergangenen Wochenende. Dem Wochenende, an dem in Düsseldorf das Wollfestival stattgefunden hat. Ich war Samstag da. Es war mein allererstes Wollfestival überhaupt. Man glaubt das ja kaum, ne, dass ich als wirklich erklärter Wolljunkie noch nie so ein Festival besucht habe, aber ja, das war so tatsächlich Premiere für mich am Samstag und ich war sehr, sehr begeistert. Also das hat richtig viel Spaß gemacht und das ganze Paket war einfach toll. Das muss ich wirklich so sagen. Angefangen mit all den vielen netten Begrüßungen durch euch. Also vielen Dank. Es haben mich wirklich ganz, ganz viele Leute angesprochen und haben tatsächlich Hallo gesagt. Auf Instagram hatte ich da ja vorher mal so eine kurze Story gepostet, dass ich eben da bin und wer mag, kann gerne ja, mich ansprechen oder einfach nur Hallo sagen und so. Und das haben tatsächlich ganz viele gemacht. Das hat mich echt total gefreut und ganz viele haben eben auch noch sehr positive Worte gesagt und ja, da geht einem einfach das Herz auf, ne? Also vielen, vielen Dank dafür. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch vor allen Dingen eben den einen oder anderen von euch kennenzulernen. Das war toll. Und ja, Stichwort kennenlernen, das ging dann eben auch gleich weiter. Das zog sich irgendwie so durch den ganzen Tag, dass ich tatsächlich an diesem Tag auch viele von meinen Podcast-Kollegen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, kennengelernt habe. Ich habe gleich zu Anfang relativ früh morgens Ellie von Verstrickt und Zugenäht und die Katharina von Liebesjahren von, ich glaube, der Podcast heißt Late Night Knitting, getroffen und da war gleich das Hallo ganz groß und ja, das war echt eine große Freude, ein großer Spaß, beide die Ellie und die Katharina live zu sehen und zu treffen. Das hat mich total gefreut. Und etwas später dann winkte mir von Weitem schon der Marco von Strick mir was zu. Und dann bin ich da gleich hingedackelt und ja, da wurde ich gleich gedrückt von Marco und auch von der Steffi von Nadelgeklapper und mehr. Die Beine gibt es ja eigentlich auch nur noch im Doppelpack, ne? Das war total nett und ja, drumherum ganz viele Leute noch. Also ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Die Tanja von Tanjas Wollzeit war da. Die hat mich so ganz lieb begrüßt, ganz, ganz herzlich. Genauso wie die Noriko heißt sie, glaube ich. So eine süße, kleine Frau. So herzig. Die hat mich gleich umarmt auch. Und da gab es dann auch gleich noch Geschenke von ihr. Selbstgebastelte Maschenmarkierer, der zweite, der will nicht ins Bild. Hier die beiden zuckersüßen Teile hatte sie mir geschenkt. Vielen lieben Dank dafür. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Die Mirjam von Wollnation war da. Von der gab es auch Geschenke. Die Gute hat hier so einen tollen Progress Keeper gebastelt mit einem Lavastein, sagte sie, glaube ich. Das mag er jetzt nicht so wirklich fokussieren. Warum nicht? Das hat doch beim letzten Mal so schön funktioniert. Mag er nicht? Okay, vielleicht glitzert das und glänzt das hier zu sehr. Also vielen Dank dafür.
Und dann gab es noch ein Progress Keeper von der Dame von Stricken im Zoo. Also wirklich so ein herzlicher Empfang. Sarah von das schwarze Strickschaf, glaube ich, war auch da. Und ja, eben so eine ganze Podcaster-Gruppe, die sich da eingefunden hat. Und ja, es hat mich total gefreut, alle kennengelernt zu haben, von allen auch so herzlich empfangen worden zu sein. Denn ehrlich gesagt hätte ich ja jetzt nicht unbedingt erwartet, dass man mich kennt. Keine Ahnung, also ich bin da jetzt nicht unbedingt mit dieser Erwartung hingegangen und insofern war ich da wirklich sehr erfreut drüber, muss ich sagen. Ne? Also es war wirklich schön, euch alle kennengelernt zu haben. Zuseher wie eben auch Podcaster-Kollegen. Das war toll, das war wirklich toll. Das machte diesen Tag auch, denke ich, zu etwas so Besonderem für mich. Ja, daneben gab es natürlich Wolle. Ohne Ende Wolle. Ohne Ende ist vielleicht ein bisschen übertrieben erklärt. Also wer nicht da gewesen ist, der mag sich da jetzt vielleicht was anderes drunter vorstellen. Aber es war, die Anzahl der Aussteller war vielleicht überschaubar, wenn man das so sagen möchte. Aber dafür eine sehr exquisite, möchte ich sagen. Und es gab wirklich für jeden Geschmack etwas. Es waren natürlich überwiegend Handfärber da, klar. Und, oder eben Händler, die handgefärbte Garne vertreiben. Und ja, das war schon eine sehr, sehr schöne Auswahl, wo das Einkaufen richtig Spaß gemacht hat. Und was soll ich sagen? Ich habe auch ordentlich eingekauft und mit ganz viel Spaß. ja, und ich denke, ich beginne jetzt oder mache jetzt weiter damit und zeige euch mal, was ich alles so erbeutet habe. Und zwar, womit fange ich jetzt an? Ich glaube, ich fange mit der Wolle an. Ja, mit dem Wichtigsten. Und zwar habe ich als erstes im Atelier zugeschlagen. Da gab es dann auch diesen Beutel und der war dann am Ende des Tages auch ganz gut gefüllt, muss ich ja sagen. Und zwar muss ich vorweg vielleicht noch sagen, ich hatte, bevor ich dort angereist bin, hatte ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn ich denn was kaufen würde, was soll das denn sein? Also ich wollte nicht wahllos irgendwie Einzelstränge kaufen, ohne Sinn und Verstand mehr oder weniger, beziehungsweise ohne zumindest ansatzweise irgendwie eine Projektidee dazu zu haben. Und ich hatte mir im Vorfeld schon überlegt, was würde ich denn stricken wollen in Zukunft oder eben auch in naher Zukunft. Und da ist mir der Time Trades Shawl von Caitlin Hunter untergekommen. Jetzt habe ich dummerweise das Bild vergessen. Ich hole das mal schnell. Moment. So, da bin ich wieder. Und zwar, wie gesagt, ich hatte mir überlegt, dass ich das Tuch Time Trades von Caitlin Hunter stricken möchte demnächst. Und wenn ich denn hier zu diesem Tuch, was ja, wie man sieht, aus mehreren Farben steht, eine schöne Kombi finde, ja, dann ne, schlage ich da auch zu. Ja, und natürlich habe ich was gefunden, das ist ja mal klar, ne? Weil es sicherlich jetzt schwierig sein wird, das Ganze in Gänze, so wie es denn dann auch verstrickt werden soll, zu zeigen, blende ich euch hier irgendwo höchstwahrscheinlich ein entsprechendes Foto ein und zeige euch jetzt nur die einzelnen Stränge. Und zwar habe ich zum einen, das war gleich morgens meine erste Beute beim Atelier, zwei wunderschöne Stränge von Madeline Tosh erstanden, beziehungsweise den habe ich eigentlich später erstanden. Ursprünglich habe ich die beiden erstanden, um jetzt mal ne, das ganze Chronologische irgendwie auf den Weg hier zu bringen. Ich habe den aber später zu Hause, nachdem ich die Garne nochmal mir zurechtgelegt habe, habe ich den wieder rausgenommen, weil der war zu dunkel und das passte nicht so wirklich zu dem, wie das Tuch am Ende gestrickt wird. Aber trotz alledem ist das ein wunderschöner Strang, der auch seine Verwendung finden wird. Schließlich besteht er hauptsächlich aus meiner Lieblingsfarbe Grau mit ein bisschen Blau. Hier und da so einen kleinen Grünstich. Keine Ahnung, ob der gut rüberkommt. Ja, aber ne, der ist jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen über und so eine richtige Idee habe ich nicht. Aber
Das ist ja nicht weiter tragisch, da findet sich ja über kurz oder lang immer irgendwas. Ich habe, wie gesagt, für dieses Tuch, wo es neben den Mini-Strängen eben auch noch zwei komplette Stränge braucht, mich jetzt für diese beiden hier entschieden. Das ist hier im, der obere, der nennt sich Dark Roast. Sehr passend, wie ich finde, ne? Weil alles so in diesem rostigen Bereich geht. Beige und orangene Sprenkel und sowas alles. Und den zweiten vollen, kompletten Strang, den ich benutzen werde, der heißt, da heißt die Färbung Horn. Auch Madelintosh Merino Light. Und auch hier haben wir einen sehr hellen Strang mit orangenen Sprenkeln. Und hier und da noch so ein bisschen was Blaues da drin. Ja, aber sehr zart, sehr, ja, sehr zarte Färbung, sehr helle Färbung. Aber ich denke, am Ende sehr passend dazu. Und dann gibt es eben noch so ein paar Minis, die da eben drin verarbeitet werden. Da bin ich fündig geworden beim Mondschaf. Das Mondschaf war auch da mit all ihren tollen Färbungen. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Ich glaube, Nadja. Heißt die Nadja die Gute? Ich weiß das nicht mehr. Nichtsdestotrotz färbt sie ja nun wirklich wunderschöne Stränge und eben auch Mini-Stränge. Für das Tuch hätte es, glaube ich, nur 20 Gramm Stränge gebraucht. Und das hier sind, wenn ich mich da jetzt nicht so ganz täusche, sogar 50 Gramm. Ja, das sind 50 Gramm Stränge. Das heißt, ich habe mehr als genug. Aber das passte jetzt von den Farben und dann war mir das auch egal, wenn dann am Ende was übrig bleibt. Irgendwie, wenn man hin und wieder immer was, mal was mehrfarbiges strickt, dann werden die Reste, die da übrig bleiben, auch noch ihre Verwendung finden und dann finde ich das nicht wirklich dramatisch. Wie eben auf dem Foto gesehen, zeige ich jetzt, so gut es geht, die einzelnen Stränge. Wir haben hier einmal drei unifarbene Stränge. Die sind alle aus der Reihe Game of Thrones. Zu dieser TV-Serie hat sie auch Färbungen gemacht. Ich glaube, die sind auch nach wie vor aktuell immer mal wieder im Shop. Der dunkle hier, das ist Bravos. Dann haben wir hier so ein hellbeige mit Namen Sandstorm. Und der weiße heißt natürlich bezeichnenderweise Jon Snow. Ja, das sind die drei Unis. Und dann habe ich hier noch einen eher ja, gesprenkelt, ein bisschen gesprenkelt, ein bisschen durcheinander gefärbten Strang mit dem Namen Earl Grey Hot. Und zu guter Letzt ein orangenes, rot-orangenes Teilchen. Das kommt jetzt sehr grell hier in der Kamera, glaube ich. So grell ist er aber in Wirklichkeit nicht. Ich glaube, jetzt so von weiter weg entspricht das eher dem, wie es auch tatsächlich in Wahrheit ist. Dieser Strang heißt It's Never Lupus. Ja, ja, und alles zusammengenommen, wenn man das jetzt nochmal versucht zu zeigen mit den beiden großen hier, denke ich, ist das eine ganz passende Mischung. Wie gesagt, man kann es so in Händen haltend nicht wirklich gut zeigen, deswegen wie das Foto. Und ja, das wird also der Time Trades Shawl. Und dazu habe ich, wie gesagt, dann auch noch mit Sinn und Verstand und mit einem Plan eingekauft. Alles, was ich danach eingekauft habe, habe ich ohne Plan eingekauft. Irgendwann setzt das Hirn dann halt doch ein bisschen aus, beziehungsweise ach, der Wunsch dann, das ein oder andere Schöne noch zu haben, ist dann einfach größer. Ja, ist einfach so. Macht aber nichts, weil, wie ich das auf Instagram schon geschrieben habe, ich liebe jeden einzelnen Strang. Ja, und so finde ich es auch nicht hochdramatisch, dass vielleicht jetzt noch nicht alles so wirklich einen Plan hat. Aber wie gesagt, macht ja nichts. Dieses Teilchen hier musst du nämlich auch unbedingt mit. Das ist ein Strang aus dem Hause Hedgehog. Die Färbung heißt Construct. Grau. Grau muss sein und geht auch immer bei mir mit Braun
Überwiegend braun, viel mehr an Farben ist da nicht drin. Doch hier und da sogar was Pinkes, was Lilanes. Das ist ja immer ganz irre bei Hedgehog. Aber das ist so zart, dass man das kaum sieht. Ne? Da sieht man das so ein bisschen. Zu schön, um es dort zu lassen. Ne? Musste mit. Dann, den habe ich gezeigt. Ja, genau. Und dann habe ich noch einen Strang ergattert. Den musste ich einfach kaufen, weil er einfach so wunderschön ist. Ja? Die Färbung heißt Ponderosa. Und finde ich auch sehr, sehr passend. Das ist ein ganz, ganz helles Rosa. Rosa Sprenkel, gelbe Sprenkel, hier und da ein bisschen was Grünes, braune Sprenkel auch. Also der ist einfach, den fand ich so traumschön aus dem Hause Olen. Das ist eine Färberei aus Irland. Und ja, fand ich einfach so wunderschön. Der musste noch mit. Unbedingt. Hat noch nicht wirklich ein Projekt, aber das wird sich finden. Ich denke so ein bisschen darüber nach, diesen Strang eventuell in das Tuch Slow Curves von Jorge Locatelli einzuarbeiten. Da bin ich mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich habe da eine Kombi von 3 Strängen schon hier zu Hause, die auch für dieses Tuch vorgesehen sind. Und weil man für die erste Farbe, da könnte ich mir den vorstellen, allerdings nur, ich glaube, 100 Meter oder so braucht, ist es ja fast zu schade, einen kompletten Strang anzufangen dafür. Ich weiß das noch nicht. Mal gucken, wie ich mich dann am Ende entscheide. Aber der war so schön, der musste unbedingt mit. Ja. Und dann habe ich noch einen einzigen gekauft. Das war was ganz Besonderes, wie ich fand. Und zwar bin ich dann doch am Stand von Fiber Passion gewesen. Fiber Passion war auch da und die haben schon sehr exquisite Garne, möchte ich sagen, und auch immer sehr ruhig und meistens unifarben, wenn ich das richtig ja jetzt so beurteilen kann. Unifarbene Färbungen. Und da war es auch immer rappelvoll. Man kam kaum an die Auslage ran und deswegen bin ich die meiste Zeit des Tages eigentlich dran vorbeigegangen. Aber meine Strickfreundin Viola, die hat mich dann irgendwann dann doch da nochmal hinbuxiert und musste mir dann noch das ein oder andere zeigen. Und dann habe ich dort eben diesen wunderschönen Strang entdeckt. Das ist eine Färbung namens Bering Sea, wie auch immer. Silken Yak. Eine Qualität, die ich schon immer mal haben wollte oder jetzt schon ganz, ganz lange haben wollte, nämlich Yak. Yak ist etwas, was ich entweder gerne mal verspinnen möchte oder eben als fertiges Garn ganz gerne mal gehabt hätte und jetzt habe ich es. Das hier ist nämlich eine Mischung 50% Yak und 50% Seide und sowas von weich, Hammer, wirklich absolut Hammer, ganz, ganz toll. Und dafür gibt es tatsächlich schon fast einen Plan, was daraus werden soll. Ich habe unlängst von BC Garne diese 3 wunderschönen Stränge ergattert in meinem Lieblingsladen hier vor Ort oder mehr oder weniger in der Nachbarstadt. Und zu diesen dreien, das kann ich mir sehr gut vorstellen, passt das ganz gut und dazu habe ich, wie gesagt, auch schon einen Plan. Habe da 2 Tücher in die nähere Wahl genommen, die damit gestrickt werden sollen. Ich habe heute so ein bisschen Wortfindungsstörungen. Ich fange jetzt nicht nochmal an. Das ist nämlich schon die, ich weiß nicht, die wievielste Aufnahme. Das lassen wir jetzt so, da müsst ihr jetzt mit leben. Ja, auf jeden Fall, ne, ist das doch, denke ich, eine ganz, ganz tolle Kombi. Grau geht bei mir immer, genauso blau. Ne? Also insofern, ja, alles gut, alles schön. Das passt also schon mal. Ja, und das waren die Wollkäufe. Jetzt muss ich mal ganz kurz was trinken, dann wird das vielleicht mit der Sprache auch ein bisschen besser. Ja, das waren,
war die Wollbeute. Und dann hatte ich im Vorfeld, vor dem Festival, mich mit der Thematik beschäftigt, wie ich denn meine unzähligen Stricknadeln organisieren möchte. Also ich habe das bislang in so einem, wie nennt sich das? Ich glaube Fächerordner oder so nennt sich das, aus dem Bürobedarf. DIN A4 Größe. Da habe ich also bislang die meine Nadelsysteme drin verwahrt und auch so ein bisschen organisiert, ne? Schön sortiert nach Nadelstärke. Und war aber da auf lange Sicht nicht mehr so wirklich glücklich mit und hatte mir im Vorfeld halt Gedanken gemacht, wie ich das in Zukunft machen möchte und bin damit natürlich auf die Taschen von Bodolina gestoßen. Jetzt wusste ich ja, sie war da, also habe ich mir gedacht, okay, bevor ich die jetzt bestelle, gucke ich sie mir lieber live an und entscheide dann, ob ich das für mich absolut richtige System ist, ja, nein. Und dann habe ich mir die Tasche dort angesehen und war erst irritiert, muss ich ehrlich sagen. Erst war ich total irritiert und zwar, weil ich mir die Tasche viel größer vorgestellt habe. Warum auch immer. Im Internet, auf ihrer Seite, stehen natürlich auch die Maße, sodass, wenn man da mal einen etwas konzentrierteren Blick drauf wirft, sieht man ja sicherlich auch oder hat in etwa eine Vorstellung, wie groß die Tasche ist. Ich habe mir die Maße nicht weiter angesehen oder mir da auch keine Gedanken zugemacht. Ich hatte einfach aufgrund der Fotos eine größere Tasche in meiner Vorstellung. Und als ich sie dann live in der Hand hielt, habe ich gedacht, ups, die ist aber klein. Ja? Also ich hatte eher diese Größe der Tasche, hätte ich mir vorstellen können für die Nadeltaschen to go, die sie auch im Sortiment hat. Und ja, war da so ein bisschen irritiert. Hab aber dann trotzdem eine gekauft. Weil ich war ja jetzt nicht negativ irritiert, sondern nur so ein bisschen erstaunt. Ne? So, ups, die ist aber klein. Und ja, hab dann also eine mitgenommen. Und zwar die hier. Also ihr seht, sie ist, ne, das ist meine Hand, ich habe jetzt nicht die allerkleinsten Hände, aber trotz alledem nicht so wahnsinnig riesig, aber toll, toll verarbeitet. Ich habe mich jetzt für so ein Grau entschieden mit diesem türkisfarbenen Fächer und ja, finde sie echt richtig toll. Sie ist noch nicht gefüllt, weil ich hatte ebenfalls mir im Vorfeld zu meinen ganzen Gedanken, wie organisiere ich meine beiden Systeme, hatte ich eigentlich gedacht, mir von vornherein zwei Taschen zu kaufen. Und es sollten eigentlich auch zwei Bodolina-Taschen werden. Jetzt war ich aber, wie gesagt, etwas irritiert und erstaunt, dass die so klein sind und habe mir dann in Düsseldorf gedacht, ach, nimm erstmal nur eine. Na? Nur, um dann am Sonntag eine zweite online zu bestellen. Bescheuert, ne? Aber die zweite ist auch schon da, nämlich justamente heute in der Post. Da habe ich mich dann für, ich glaube, das heißt Behriger Stein oder so, habe ich mich jetzt für diese Variante entschieden. Außen Beere, innen Grau. Wieder für Seilsysteme. Und ja, bin sehr happy jetzt, dass ich dann doch zwei habe. Und denn ich habe, wie gesagt, überwiegend zwei Systeme hier. Ich habe unzählige Nadeln von Knit Pro und eben mittlerweile auch schon relativ viele von Chagou. Knit Pro wird also hier bezeichnenderweise in dieser pinken Tasche leben. Knit Pro hat ja, ich glaube, immer noch ein pinkes Logo, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind sie ja ziemlich pink mal angefangen. Und hier in der grauen werde ich dann in Zukunft die Chagous sammeln und organisieren. Und ja, da freue ich mich jetzt gerade sehr drüber, dass auch heute die zweite schon da ist. Und heute Abend werde ich dann mal alles akribisch einsortieren. Auf der Messe gab es noch so ein kleines Minitischchen dazu. Ja, fand ich ganz nett. Da habe ich im Moment Buttons drin. Die habe ich auch auf der Messe noch erstanden. Ach Gott, ich und hier mein Fokus, ne? Ich hoffe, es kommt jetzt auch richtig rum bei euch an. Himmel, Arsch und Zwirn. Ist ja schon immer sehr schön, ne? Und tausche Ehemann gegen Garn. Möchte man ja tatsächlich manchmal, ne? Fand ich auch sehr süß. Ich glaube, dass ich diese beiden Buttons, weil sie denn dann so gut
dazu passen, hier auf diese graue mit dem Türkis packe. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Ja. Das, meine Lieben, war die Wollfestival-Beute. Ja, das war's. Ich habe mich tatsächlich echt glücklich geshoppt. Viele tolle Leute kennengelernt und alles in allem ein super schöner Tag mit toller Beute. Ja, ja. Ja, so, das Thema können wir dann jetzt auch abhaken für den Moment. Dann mache ich jetzt, glaube ich, weiter mit meinen VIPs. Da gibt es ja so ein paar. Es gibt ein paar neue, zwei neue VIPs. Und es gibt ein Projekt, das ist nicht mehr wirklich ein VIP, das ist eigentlich ein fertiges Projekt. Das hat diesen Podcast und euch auch die letzten Wochen und Monate wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon länger begleitet. Und bevor ich dieses Projekt ribbel, ja, es ist ein Projekt, welches geribbelt wird, zeige ich es euch aber der Vollständigkeit halber dann doch nochmal. Und zwar ist die Rede vom Estetop. Das Estetop ist zwar fertig, so riesengroß, lässt sich hier jetzt natürlich nur so ansatzweise zeigen. Hier sind die Ärmelchen dran. Ich sprach in den vorherigen Folgen ja davon, dass ich diese ärmellose Variante für mich persönlich nicht so gerne mag. Und darum habe ich also Ärmel dran gestrickt. Und ja, wenn man das so hält, sieht das auch eigentlich ganz nett aus. Und auch auf der Schneiderpuppe, die ich oben habe, sieht das auch noch ganz nett aus. Aber an mir sieht es total doof aus. Leider. Ach, ich weiß auch nicht. Also das ist einerseits ein bisschen ärgerlich. Andererseits hat es mich gelehrt, dann doch mehr und eher auf mein Bauchgefühl zu hören. Denn nachdem ich die Ärmel fertig hatte, die mir mit diesem Rollbündchen sowieso nicht gefielen, das sitzt am Arm einfach doof und sieht auch irgendwie total bescheuert aus. Das muss man mal so deutlich sagen. Also die Ärmel hätte ich sowieso geändert. Habe aber, nachdem die Ärmel fertig waren und ich es anprobiert hatte und da eigentlich schon dachte, na, ob das was wird, ob mir das in Gänze gefallen wird, da hätte ich ja eigentlich schon stoppen müssen. Da hätte ich eigentlich schon ribbeln können. Habe mir aber gedacht, nee, komm, mach es fertig. Im Gesamten wirkt das vielleicht nochmal ganz anders. Aber was soll ich euch sagen? Im Gesamten wirkt es nicht anders. Es wirkt einfach nur doof. Es gefiel mir nicht. Es gefiel mir nicht. Es gefällt mir nach wie vor nicht. Und aufgrund dessen werde ich das gute Teilchen also jetzt ribbeln. Das hat sich ausgeästet. Es ist einfach. Ich denke, es liegt zum einen daran, dass bedingt durch diese Lace-Passe auf der Schulter, die dann ja nun auch bei mir sich am... ich habe heute auch Schwierigkeiten, das alles zu zeigen. Also diese Lace-Passe hier, die ist dann ja nun mal auf den Schultern, setze ich bei mir am Ärmel fort. Und wenn man das dann anhat, wirkte das alles irgendwie so sehr rund. Noch runder, als ich vielleicht eh schon bin. So, das kann ich ja schon mal nicht haben. Und dann kam noch hinzu, dass das am Körper dann so viel, ja fast schwarze, einfach nur glatt rechts gestrickte Masse war. Und das sah alles einfach nicht aus, gefällt mir nicht. Ich denke, aus solch dunklen Garnen werde ich wohl in Zukunft vielleicht eher Strickjacken machen, weil man das mit einem hellen Shirt dann alles noch so ein bisschen unterbrechen kann. Ich glaube, das wird mir besser gefallen. Und ja, also werde ich Este wieder ribbeln. Es ist nur so halb schlimm, weil das Stricken hat trotzdem Spaß gemacht. Die Anleitung ist gut erklärt, muss man sagen, dass das hier oben nicht so richtig saß. Ich weiß nicht, ob das auch bei der ärmellosen Variante so ist oder ob es vielleicht jetzt nur so bei mir war, weil ich eben Ärmel dran gestrickt habe. Ich weiß es nicht. Da will ich jetzt kein so sehr negatives Urteil abgeben. Vielleicht lag es auch an meiner Strickunfähigkeit. Ich habe keine Ahnung. Also grundsätzlich möchte ich da jetzt
keine negativen Worte finden. Die Anleitung ist schön und wer ärmellos mag, der ist da auch echt gut bedient. Na, ja. Aber das können wir hier zu den Akten legen und wird also demnächst geribbelt und dann mache ich irgendwas anderes aus diesem schönen Garn. Ist immer eine Wollmeise Lace, also sowas, das schmeißt man nicht so eben weg. Da werde ich mir also die Mühe des Ribbelns auf jeden Fall machen und dann irgendwas anderes Tolles draus machen, ne? Auf jeden Fall. Ja, das war dieses und dann gibt es zwei neue Wips. Ich bin tatsächlich so ein bisschen im Tuchfahren im Moment und habe zum einen gerade ganz verstärkt in Arbeit, weil ich auch so ein bisschen eigentlich probieren möchte, so ein paar Wips abzubauen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Zum einen stricke ich gerade den Buccaneer von Justina Lokowska. Das ist ja die gleiche Designerin, die auch das erste Top designt hat. Also ihr seht, ich bin da nicht anti, nur weil das jetzt bei mir nichts geworden ist. Ne? Diesen Buccaneer Shawl, den stricke ich wieder aus einer Kombi Wollmeise. Wollmeise, junge Maus, graue Maus, irgendwie so. Und diversesten kleinen Mini-Knäulchen. Das nennt sich, glaube ich, Kreativset. Oh Gott, ob ich das jetzt alles hinkriege? Ja, könnte gehen. Das war mal ein Kreativset. Ich glaube, außer dieser dunkle hier, den gab es noch mal extra. Aus dem Hause Zauberwiese. Diese Farben verstricke ich also jetzt für den Buccaneer-Shawl. Da wollen wir mal hoffen, dass ich euch das halbwegs gut zeigen kann. Ich bin nämlich schon relativ weit. Ja, hier unten die Spitze, so hoch gehen die Arme jetzt gar nicht. Und hier dieses wunderschöne Muster mit den unterschiedlichsten Farben. So. Da stricke ich also gerade mit Nachdruck dran. Das macht richtig viel Spaß, ist sehr eingängig. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass die Anleitung entweder nicht testgestrickt wurde oder Fehler nicht korrigiert wurden in der Anleitung. Meines Erachtens sind da Fehler drin. Und zwar eben bei diesen Wellen, die hier gestrickt werden. Da sind also hier in den ersten beiden Wellen Fehler drin. Die dritte Welle, die war wieder fehlerlos. Und Welle 4 war mit Fehlern. Und die fünfte, beziehungsweise 1, 2, 3, ja, genau. Die vierte war fehlerlos. Und hier bei den letzten beiden, da gab es dann auch wieder Fehler in der Anleitung. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, muss ich sagen. Ne? Weil das ist eine Kaufanleitung. Und wenn die dann nicht testgestrickt wird und die Fehler nicht korrigiert werden, dann ist das schon ein bisschen ärgerlich. Ich überlege noch, ob ich die Designerin anschreibe und sie darauf aufmerksam mache. Ich denke, dass ich das tatsächlich tun werde. Mal schauen, inwieweit mein Englisch reicht, um das Ganze dann auch in Worte zu fassen. Es liegt definitiv nicht an mir. Ich habe nämlich tatsächlich den ersten Teil, die erste Welle nochmal aufgemacht und habe das nochmal neu gestrickt und ich habe zwischendrin mit dem, wie ich es dann wieder mir zurechtbastle, am Ende auch immer stimmige Maschenzahlen, wie es die Anleitung vorsieht. Also ne, es ist definitiv kein Strickfehler meinerseits. Gut, aber es ist aber auch so, dass dieses Muster hier mit den Wellen tatsächlich auch solche kleinen Fehlerchen passiert und es sind auch keine gravierenden Fehler. Man hat hier mal eine zu wenig und dort mal eine zu viel Masche, logischerweise. Das kann man sich dann alles wieder zurechtbasteln und dann ist am Ende auch alles gut. Also das ist nicht weiter tragisch. Ja, also das ist das erste von beiden neueren Wips. Und jetzt muss ich mal wieder ganz kurz pausieren. So, und das zweite, was ich neu angefangen habe, das habe ich angefangen, als es so sehr, sehr heiß war und mir nicht großartig nach ja, einem großen, warmen, wolligen Projekt war, habe ich angefangen, das ist die Vorderseite der Birds of a Feather. Kann mir mal jemand die Bedeutung dieses Titels erklären? Also ich bin jetzt nicht so ganz unbedarft, was die englische Sprache angeht, aber ich finde, das ist ein ganz dummer Name. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Schal von Andrea Mori. Ich stricke das aus Ito-Garn
Ito Kino. Einmal in dieser Farbe. Dies ist, glaube ich, die Farbe Denim, ganz genau. In Kombination mit Ito Sensei. Das ist die Farbe, ich kann es schon wieder nicht sehen, Orient Blue. Gott, das Alter. Der geneigte Zuseher wird sich vielleicht erinnern, dass ich diese Garne und diese Farben eigentlich in Kombination mit einem anderen Projekt schon mal in die Kamera gehalten habe. Ja, auch da habe ich wieder mal was geribbelt. Ich hatte aus diesem Garn angefangen, ein Tuch aus dem Hause Maschenfein zu stricken. Charis hieß es, ja. Das gefiel mir aber nicht mehr. Das lag und lag und lag und irgendwie wurde das nicht fertig. Ich hatte da überhaupt keine Lust mehr drauf und ja, dann habe ich mir gedacht, komm, ist egal, das ribbelst du. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, ob ich es überhaupt ribbeln kann. Aber man muss sagen, dass das Mohair von Ito sich relativ gut ribbeln lässt. Da war ich positiv überrascht. Also das ging eigentlich wirklich gut. Und jetzt sieht man, wie gesagt, hier bei diesen Birds of a Feather noch nicht so wahnsinnig viel. Ich bin da noch ganz am Anfang. Das ist ein bisschen jetzt liegen geblieben, aufgrund dessen, weil Backen hier irgendwie mehr Spaß macht. Aber das wird auf jeden Fall fertig. Irgendwann in diesem Leben. Ja, das sind die beiden neuesten WIPs, die ich am Start habe. Und dann sind wir auch schon so gut wie durch, möchte ich sagen. Ich habe noch ein bisschen was zu zeigen. Und zwar, ihr erinnert euch an das letzte Video und an die Tour de Vlies und an das Garn, was ich mit meinen neuesten Handspindeln da gerade in Arbeit hatte. Das war ja fertig gesponnen und danach habe ich dann irgendwann die beiden oder überhaupt das Ganze zweifädig verzwirnt auf meinem Spinnrad. Und ihr erinnert euch vielleicht auch, dass diese Fasern, Fauntanz, Fauenauge, wartet. Ich habe es doch hier. Fauntanz. Aus dem Hause Regenbogenwolle. Da gab es ja sehr giftgrüne Sequenzen. Die wollte ich ja verzwirnen mit Lila. Und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass das Garn am Ende so rauskommt, wie es jetzt rausgekommen ist. Beziehungsweise ich hätte nie gedacht, dass mir das Garn, wenn es denn dann fertig verzwirrend ist, so gut gefällt, wie es das jetzt tut. Und zwar ist das dabei rausgekommen. Also ich bin echt mega begeistert. Ich hätte nie gedacht, dass die Singles verzwirrend so aussehen. Ich bin sowas von happy damit und bin froh, dass ich das so gemacht habe. Eben gegengleich verzwirrend, sodass also sich Lila und Grün so wunderbar mischt und das Türkis in der Mitte sich aber trotzdem so schön getroffen hat, dass es da schöne flächige Stellen auch gibt. Ne? Ich habe tatsächlich auch ziemlich viel Lauflänge rausbekommen. Ich habe hier doch auf meinen ganzen Schmierzetteln. Genau, in Gänze sind das 342 Meter geworden. Das ist auch ganz anständig, wie ich finde. Und ja, ich bin happy, happy, happy mit dieser Färbung. Ich muss das nochmal in die Kamera halten. Und mit dieser Verzwirnung auch. Schauen wir mal, was draus wird. Entweder ein schönes Paar Socken oder aber ich baue das irgendwann mal in ein Großprojekt ein, weil ich festgestellt habe, dass diverseste schon fertig gesponnene Stränge, die ich hier schon lagernd habe, die gehen alle so in diese Farbrichtung und vielleicht wird dann auch mal irgendwie kombiniert daraus ein großes Gesamtprojekt. Man weiß es nicht, man wird es sehen. Irgendwann. Ja, und das war es dann auch, ihr Lieben. Das war meine Nachlese zum Wollfestival. Das war der Versuch, euch auf den neuesten Stand zu bringen, wie das hier gerade stricktechnisch so aussieht. Und mir bleibt nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Das Wetter wird hier auch wieder ganz nett. Insofern wünsche ich euch eine schöne Zeit, ganz viel Strickzeit vor allen Dingen und sage Happy Knitting und bis bald.